Unsere Gäste möchte ich auch herzlich willkommen heißen. Danke, dass ihr euch ein weites Herz bereitet habt, denn wir bewegen uns ja in Wirklichkeiten, die man mit bloßem Auge nicht sieht, mit dem normalen menschlichen Verstand nicht erfassen kann. Man findet das sogar irre und verrückt, wenn man das nicht berührt. Aber so wie der Strom unsichtbar ist, aber man kann ihn berühren, mach's mal besser nicht. Ja. So ist auch geistliche Wirklichkeit kraftvoll gegenwärtig, aber nicht jeder erlebt sie. Ja. Die meisten sind blind, die Menschen, für geistliche Wirklichkeiten, für geistliche Kräfte. Aber ab und zu kommen sie mit geistlichen Wirkungen oder Kräften in Berührung. Und das sind dann manchmal die Momente, wo sie ganz durcheinander kommen, wo sich Dinge ereignen in ihrem Leben, im eigenen, im Umfeld, wo vielleicht plötzlich Menschen, die ihnen lieb waren, plötzlich irre werden zum Beispiel, plötzlich komplett andere Personen werden, wo etwas kaputt geht oder etwas plötzlich ganz Erstaunliches geschieht in schöner Hinsicht, was man menschlich nicht erklären kann. Und so berührt man manchmal geistliche Wirklichkeiten. Wir sagen als OCG, geistliche Wirklichkeit ist unser Zuhause. Ja? Jetzt kommen wir in die Funktionalität, kommen wir in die Art und Weise, wie man mit unsichtbarer Wirklichkeit, mit unsichtbarer Führung zusammenlebt und so weiter. Mitten in diese Entwicklung dieser Geschichte hier, die wir lesen, steht im Vers 13, das wirkt fast wie ein Stolperstein, was soll dieses Thema plötzlich? Plötzlich heißt es, haltet aber nur ja meine Sabbate. Was ist jetzt passiert? Haltet aber bloß meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch und all euren Generationen, damit man erkenne, dass ich Yahweh es bin, der euch heiligt oder zum Dienst bestimmt. Oder weit bedeutet heiligt. Seht ihr, das hat eine ganz große Bedeutung, dass es da mitten hinein platzt, plötzlich so wie eine Bombe, pascht, oder? Man redet hier von all diesen Dingen, die wir gerade gesehen haben, und plötzlich aber haltet ja meine Sabbate, oder? Was hat das verloren? Der Sabbat ist eben ein Prinzip. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir ins Judentum konvertieren oder was und wieder zum Sabbat zurückkehren. Der Sabbat ist ein Prinzip, und das will ich jetzt gleich erklären, weil wir segnen euch ein für Dienste, wir segnen euch ein, um mitzuwirken, synergiker zu sein, um mit uns zusammen etwas Geistliches aufzubauen, das unsichtbare Wirklichkeiten betrifft. Ja. Aber ich zeige dir zuerst mal, was das Zeichen hier genau sagen will. Haltet ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch. Sie sind ein Zeichen. Das Wort kannst du übersetzen, du kannst auch sagen, sie sind ein Signal oder sie sind ein Kommando. Das gefällt mir am besten. Haltet ja meine Sabbate, sie sind ein Kommando, sie sind ein Kennzeichen, sie sind ein Merkmal. Ja? Ich mache jetzt ein modernes Wort daraus, dass ihr versteht, worauf das hinausläuft. Hier geht es um Zusammenarbeit mit Gott, es geht um das Haus Gottes, wo Gott spricht, wo Gott wirkt von da aus. Er sagt, achtet ja auf meine Navigation. Das ist das moderne Wort dafür, versteht ihr? Achtet ja auf das Zeichen, Sabbat ist eine Navigation. Sabbat heißt stillestehen. Sabbat heißt aufhören. Sabbat heißt bis hierher nicht weit loslassen. Ja? Seht ihr, und wir haben das Verständnis, wenn wir Sabbat hören, denken wir an 6 Tage arbeiten, 7. Tag aufhören, Schluss. Oder? Das ist aber nur das Prinzip, das ist nur das Modell, das ist nur die Funktionsweise. Aber Sabbat findet, ich sage es jetzt mal 100 Mal am Tag statt, das ist nur eine symbolische Zahl, manchmal 1000 Mal am Tag. Wann nämlich? Bezalel, der Sohn des göttlichen Schattens. Stell dir mal vor, du lebst mit Gott zusammen. Gott tut die Werke in dir. Du bist berufen, ihr werdet heute eingesegnet, ihr seid berufen, Gottes Hand zu sein, Gottes Körper zu sein. Siehst du, jetzt mache ich das mal im Bild, was das Sabbatprinzip meint, das Signal. Da kommt Gott und nimmt dich und beginnt durch dich zu wirken. Er packt etwas an. Was machst du jetzt, wenn er steht? Sabbat. Er macht etwas? Sabbat. Das, was er tut, tust du mit. Du bist seine Hand. Du machst genau das, was er tut. Aber immer nur so lange, wie er es tut. Verstehst du das? Ja. Jeder von uns, der von Gott gelebt wird, der Körper Gottes ist, ist ein Körper, der auf Sabbate achten sollte. Verstehst du,
was es ist? Das meint, hör sogleich auf zu wirken, wenn er wirkt. Wenn er ruht, dann geh nicht einfach weiter. Die Kraft Gottes, die uns lebt, ist das Signal. Du weißt es, wie es im Praktischen funktioniert. Das kann ich jetzt den Neuen hier nicht alles so einfach weitergeben. Es ist ein Strom des Lebens, es ist ein Strom des Friedens, es ist ein Strom der Kraft, es ist ein Strom der Vollgewissheit, der in uns treibt, der in uns drängt, der uns die Werke tun lässt, die wir tun. Ja? Und dann kommen diese Momente, wo es plötzlich, wo der Strom wie stillsteht. Ja? Was ist der Strom? Es ist das Willigsein Gottes, es ist das Wollen Gottes, es ist das Wirken Gottes. Siehst du? Und oft ist es so, dass wenn wir in einem Werk drin sind und sind in diesem Strom des Lebens, es fließt alles, was wir in die Hand nehmen, gelingt, ja, weil Gott durch uns wirkt, wir sind seine Hand, oder? Und dann plötzlich klackt das wie auseinander. Ja? Plötzlich fließt nicht mehr. Was machen wir dann? Oder? Dann machen wir diesen hier. In Eigenkraft weitergehen, das ist Sabbatbruch, versteht ihr? Wenn Gott stillsteht, das Signal, das ist sein Kommando, das ist seine Navigation, dann bitte sei still. Wenn du merkst, etwas fließt nicht mehr von selbst, ob es ein Werk ist in der Technik, ob du am Lieder produzieren bist, ob du etwas schreibst oder kochst oder reparierst, nimm jedes Gebiet des Lebens. Wenn es fließt, du fließt mit, du bist Körper Gottes, sobald es nicht mehr fließt, sei still, steh still. Das ist das Signal, das ist das Kommando, das ist das Kennzeichen, das ist das Merkmal, das ist das Zeichen. Haltet nur ja meine Sabbat, geht nicht darüber hinaus, werde nicht eigenständig, werde nicht Ego-Individualismus, oder? Geh nicht darüber hinaus, weil dann kommst du auf der Stelle in einen Krampfen rein, oder? Und das ist das, was Menschen manchmal erleben in der OCG. Dann fließt am Anfang alles wunderbar und plötzlich sind sie im Krampf drin, oder? Und weil sie denken, das muss ich jetzt fertig machen, das muss jetzt so und so gehen, wühlen sie einfach drauf los. Sie brechen ein Sabbat nach dem anderen, dem Wesen nach, oder? Und irgendwann stranden sie, irgendwann hängt ihnen dieses Leben zum Hals heraus. Sie sagen, das funktioniert einfach nicht. Dabei haben sie nur den Sabbat gebrochen, oder? Sie sind nur dort weiter, wo Gott stillgestanden ist, ja? Also geht nicht einfach in Eigenleistung weiter, meint das, ja? Das ist das vollendete Sabbatprinzip. Das wollte der Sabbat vorschatten. Arbeite 6 Tage, am 7. Ruhe, oder? Das war der Vorschatten, das Prinzip, das Gott in großen Pinselstrichen im Alten Testament eingebläut hat. Und jetzt soll das aber immer feiner werden. Es soll zum Körper werden, der etwas tut, der loslässt, der redet, der schweigt, der ja, wirkt und dann aufhört zu wirken. Oder? Also, und das müssen wir uns merken, ja. Je begabter, je berufener wir sind, desto leichter neigen wir zu diesen Sabbatbrüchen. Ja? Ich schließe darum jetzt diese Einführung, diese Rede noch mit dem Thronwagen Gottes, der beschrieben wird in Hesekiel 1. Ich bin verliebt in dieses Buch, ich sage es euch. Hesekiel, wenn du keine Ahnung von geistlichen Wirklichkeiten hast, dann ist das für dich gar nichts, dann ist das einfach irgendein Hirngespinst. Aber wenn du verstehst, wie geistliche Kraftwirkungen funktionieren, wie das Zusammenleben mit Gott funktioniert. Er ist das Haupt, wir sind der Körper, er ist die lebendige Lebenskraft in uns und wir sind die mitgehenden Körper. So wie du deinen Körper lebst durch deine Gedanken, durch dein Wollen und du bist froh, wenn dein Körper das tut, was du willst, ja? So ist Gott froh, wenn wir als sein Körper eins sind mit ihm. Und wir als Körper sind nur wirklich glücklich, wenn wir diese Übereinstimmung finden. Ja? Es ist wie wenn du ein Instrument übst und es einfach nicht hinkriegst. Und der Moment, wo du es hinkriegst, da freust du dich, da lebst du. Oder? Das ist der Punkt, wo du sagst, jetzt bin ich es. Oder? Dabei ist es genau in diesem Moment, bist nicht mehr du, weil die göttliche Befähigung das dir geschenkt hat. Aber du erlebst das als dein High, deinen Erfolg, dein Sein, dein wahres Sein. Verstehst du? Nur wenn das gelingt. Und das ist, jetzt kommt von der Praxis her eben die wichtigste Wirklichkeit im Geist, die wir beschreiben möchten. Und das ist dieser Sprung vom Alten ins Neue Testament. Im Alten Testament war alles gesetzlich geregelt. Ja? Gesetz, das ist wie ein Auto, das eine Achse hat, festgeschraubte Räder dran, verbunden mit Getriebe und Motor. Oder? Und wenn du vorne den Gang einlegst, dann gibt es kein Drumherum, dann
dann geht das über den Motor, geht es über das Getriebe, geht es über die Kardanwellen, geht es auf die Antriebswellen, geht es auf die Räder, gibst du Gas, dann wühlt das Zeug los. Alles hängt zusammen mechanisch. Oder? Das ist Gesetz. Tu das, wenn du es nicht tust, brichst du auseinander. Hier beobachte jetzt, was hier geschieht. Hier wird so ein Thron, der Thron Gottes beschrieben als Wagen. Ja, darum nehme ich den Vergleich vorweg. Achte mal, was der Unterschied ist hier in dieser Konstruktion, weil das ist geistliche Wirklichkeit. So funktioniert das Leben mit Gott. So werden wir mit Gott navigiert als Körper. Achte mal, wie viel Mechanik du hier drin findest, wie viele feste Verbindungen, wie viel Gesetz. Hesekiel 1, 19, fortfolgende. Und wenn die lebendigen Wesen gingen, so gingen die Räder neben ihnen oder parallel zu ihnen. Und wenn die lebendigen Wesen sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder. Spürst du was? Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Dahin, wo der Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich gleichlaufend mit ihnen. Und der Geist des Lebendigen, der lebendigen Wesens war in den Rädern. Kommt ihr mit? Das sind eben geistliche Bilder. Ja? Wenn sie gingen, gingen auch sie. Und wenn sie stehen blieben, blieben auch sie stehen. Und wenn sie sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder neben ihnen oder gleichlaufen mit ihnen. Denn der Geist der lebendigen Wesen war in den Rädern. Ich weiß eben, das sind geistliche Bilder, da muss man geistliche Dinge verstehen, geistlich deuten. Aber ich sage, habt ihr es gemerkt, was es ist? Ja. Der Geist der Wesen war nicht in der Achse, oder? Die das Rad zwingen. Da gibt es keine technische Verbindung. Und doch ist es wie ein Wagen, versteht ihr? Du kannst dir es vorstellen, es ist wie ein Auto, das keine Kardanwelle hat, keine Antriebswelle, oder? Keine Übertragungswellen, keine Achswellen. Die Räder liegen quasi in der Luft, oder? Es sind aber Räder, die zum Fahrzeug gehören. Keine sichtbare Verbindung, keine mechanische Verbindung, kein Zwang, könntest du sagen. Bei Gott gibt es keinen Zwang, auch wenn ihr im Dienst weiterkommen wollt. Bei Gott gibt es keinen Zwang, bei Gott gibt es nur Geist. Wenn du es in diesem Bild sagen willst, der Geist, der im Motor ist, im Auto, der ist auch in den Rädern, oder? Also wenn der Motor dreht, ohne Übertragungszwang, drehen im selben Moment, wo du Gas gibst, drehen die von selber, ohne eine technische Verbindung, weil sie denselben Geist in sich haben. Das ist die Funktionsweise, wie Gott seinen Körper, wie er uns lebt. Sein Wollen, was er will, überträgt sich direkt auf uns. Im gleichen Moment, wo er etwas will, wollen wir es auch. Hebt er hoch, gehen wir hoch. Ich kann nur in diesen einfachen, simplen Bildern reden. Hebt er sich hoch, gehen wir mit hoch. Nicht, weil er uns zwingt, sondern weil wir dasselbe Bedürfnis haben, dasselbe Wollen, dasselbe Hochsteigen. Wir wollen hochsteigen. Geht er runter, gehen wir runter. Geht er vor, gehen wir vor. Wir sind immer da. Oder? Wir lassen uns nicht trennen. Wir haben dasselbe, eben wir haben es doch dort gelesen, dieses Willigsein habt ihr in euch, welches auch in Christus Jesus ist. Ja? Gottes Willigsein lebt uns, leitet uns, seht ihr? Und sobald Gott stillsteht, Sabbat, das ist das Prinzip, das Signal, das ist das Kommando, die Navigation, dann tue ich auch nichts. Ja? Und ich habe als Prinzip, ich weiß, alles, was ich tue, wenn ich in Gott bin, wenn Gott durch mich lebt, ist alles, was ich tue, was er tut durch mich, parallel, ist immer Fluss, freier Fluss, ist Leben, ist ein Lebensgefühl, eine Lebenskraft, es ist eine Lebensfreiheit, es ist ein Können, ein tiefstes Wissen, eine Befähigung, die einfach nur geschenkt ist, pur geschenkt. Ja. Aber wenn dieses freie Fließen, dieses Leben, diese Kraft, diese Wirksamkeit, wenn sie stillsteht, bleibt stehen, geht nicht darüber hinaus, ja. Geht nicht darüber hinaus. Blockt dort, wo er blockt. Und dann, wenn es nicht mehr funktioniert, wenn ihr quasi unter dem Schatten nicht mehr der Schatten seid, sondern wieder selber herumeiert, dann steht still, Herr, was willst du? Ja?
Und dann sind wir aufmerksam, warum fließt es nicht mehr? Und dann gibt es klare Antworten von oben. Seht ihr, und das ist der Grund, warum die einen immer mehr Verantwortung bekommen. Weil sie genau das immer mehr lernen. Sie bleiben dort stehen, wo Gott steht, und sie bewegen sich dort, wo Gott sich bewegt. Sie gehen mit dem Wollen Gottes mit. Sie haben die Bedürfnisse Gottes, sie erspüren sie. Sie weihen sich jeden Morgen im Gebet, stellen sich Gott als Leib zur Verfügung und sagen, ich lebe nur richtig, wenn du mich lebst. Und siehst du, und dieses Mitgehen macht dich immer fähiger, Menschen immer besser zu dienen, immer mehr da zu sein für andere, immer tragfähiger zu sein, siehst du. Und heute sind all die Leute, die heute diese 140, die wir einsegnen, sind dahin gelangt, wo man sagen kann, sie können in eine höhere Disziplin, sie können mehr Verantwortung übernehmen, sie sind befähigt, weil sie diesen Weg mitgegangen sind. Sie stehen, wenn Gott steht, sie gehen, wenn Gott steht. Nicht aus Zwang, nicht weil eine Achse sie zwingt, sondern weil derselbe Geist im Rad ist wie im Wagen. Ja? Das ist der Thronwagen Gottes, der hier beschrieben wird. Die Regierungsweise Gottes ohne fixe Zwangsmechanismen. Derselbe Geist ist es, im selben Moment, im selben Maß, auf dieselbe Weise, am selben Ort. Ja. Und da segnen wir euch ein, die Kleinen in ihren Namen, dass sich ihre Namen in dieser Weise ereignen, wie sie heißen. Und genießt diese Namen. Ich habe sie heute kurz durchgegangen. Ihr habt so exzellente Namen gewählt. Es gibt ein Fest hier unten. Ich sage euch, die erfüllen sich. Ja.